Mein Name ist Andreas Koch-Martin. Ich bin Leiter des SHK Kompetenzzentrums Berlin. Die Berufe, die hier ausgebildet werden, sind die Anlagenmechanikerin. Der Anlagenmechaniker SHK beschäftigt sich mit Heizungsinstallationen, mit Sanitärinstallationen, mit Bädern und Ähnlichem. Der Klempner, den wir hier tatsächlich auch ausbilden, ist aber zuständig für die Fassade und für Dacharbeiten. Hier in diesem Kompetenzzentrum sind Sie in der 3,5-jährigen Ausbildung insgesamt 13 Wochen. Also hier wird das simuliert, was auf der Baustelle tagtäglich auch passieren kann. Hallo, ich bin Robert, bin 21 Jahre alt, bin im dritten Lehrjahr bei der Firma Sauter und lerne den Beruf Anlagenmechaniker am Sanitärheizung- und Klimabereich. Hi, ich bin David, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin im vierten Lehrjahr der Ausbildung zum SHK Anlagenmechaniker. Ich arbeite in der Firma Matthias Mann, Heizung Sanitär. Meine genauen Tätigkeiten in meinem Beruf sind eigentlich sehr facettenreich. Wir sind viel im Hausbereich tätig. Kleine Hausreparaturen, aber auch Wartung und Installation von Heizungsanlagen. Anlagen reparieren, vielleicht sogar ganz neue installieren. Zurzeit arbeite ich im Betrieb im Kundendienst. Also ich bin den ganzen Tag unterwegs und arbeite mehrere Termine ab. Ich mache auch Rohrreinigungen und am besten gefällt mir davon die Installation, also Neubau von Heizungsanlagen. Für die Ausbildung benötigt man einen Hauptschulabschluss, man sollte aber trotzdem fit sein auf den Gebieten der Naturwissenschaften. Als Eigenschaften sollte man mitbringen, dass man fit ist. Es ist schon anstrengend. Man muss sagen, es ist anstrengend und eine gewisse Motivation muss man natürlich an den Tag bringen. Dass man pünktlich ist, weil man kann den Kunden nicht sitzen lassen, wenn man um 8 Uhr einen Termin hat, dann ist man um 8 Uhr da. Auf jeden Fall sollte man engagiert sein. Man sollte auch rechnen können und wie bei allen Berufen ehrlich sein. Immer nachfragen. Es tut einem niemand weh. Jeder würde einem nur helfen und man möchte auch den Beruf lernen.